Tschüss Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um den Musical.ly-Film, auf den wir alle gewartet haben, den wir uns alle verdient haben und den wir dringend brauchen. In the Heights. Lang genug haben wir gewartet. Letztes Jahr sollte er eigentlich schon in die Kinos kommen. Dann kam Corona und jetzt sitzen wir immer noch hier und warten auf unsere Sommererlösung. Der Release steht kurz bevor. Ich und Kosh, die waren eingeladen zu einem Zoom-Call und waren live dabei als Lin-Manuel Miranda und Anthony Ramos, etc. Der gesamte Cast, John M. Chu, der Regisseur. Infos über den Film gespielt haben, die noch top secret sind. Also gibt's jetzt für euch 12 geheime Fakten zu In the Heights. Die Straßen waren aus Musik gemacht. In the Heights ist der größte Kinofilm generell mit dem größten Latino-Cast ever. Da Geschichten von den Migranten oft eher klein geredet werden, war John M. Chu's Vision, es so groß wie möglich und noch größer als man sich das vorstellen kann, zu erzählen. Und darum ist der Film dieses bombastische Meisterwerk geworden, über Immigrantengeschichten, die aber so universell erzählt werden, dass sie uns alle im Kern berühren. Lin hat angefangen, In the Heights zu schreiben, da war er gerade 19, er war an der Uni und hat gesagt, wenn ich die Stücke nicht selber schreibe, in denen ich spielen kann, dann gibt's keine Rollen für mich. Dann ist es pointless, dass ich Performer werde. Im Astronomieunterricht hat Lin-Manuel Miranda also eine kleine Skizze gekrekelt und schon In the Heights als Titel drunter geschrieben. Und genau diese Skizze wird es im Film zu sehen geben. Ich bin schon gespannt, wie präsent und ob ich sie entdecken werde. Haltet auf jeden Fall die Augen offen. Anthony Ramos, der die Hauptrolle in In the Heights dem Film spielt, dem ging es sehr ähnlich wie Lin-Manuel Miranda damals. Er war am College und hatte das Gefühl, es gibt keinen Platz dort für ihn und er wollte eigentlich hinschmeißen und dann sah er In the Heights. Und das Stück hat ihn praktisch davon abgehalten. Es hat ihm Mut gegeben, seine Schauspielträume weiter zu verfolgen und dann war er in Hamilton und jetzt in the Heights. Tomorrow there'll be more of us. In the Heights spielt er, by the way, die Rolle, die Lin-Manuel Miranda damals für sich selbst geschrieben hat und selbst am Broadway performt hat. I am Usnavi and you probably never heard my name. Reports of my fame are greatly exaggerated. Morning, Usnavi. Lin hat in diesem Zoom-Call gespielt, dass der Song von Abuela Claudia eigentlich 20 Minuten lang war. Anthony Ramos kam zum Casting und die Casting-Direktoren waren schon so, ja, ist ganz cool. Aber in dem Moment, als der kleine Gregory, der Sonny im Film spielt, um die Ecke kam und Anthony ihn wie seinen kleinen Bruder behandelt hatte, war für die Casting-Direktoren klar, sie haben hier zwei Leute, die super Chemie zwischeneinander haben. Und darum haben sie die Rollen im Film letztendlich auch bekommen. Im gesamten Film gibt es keine Gesangsdouble und auch keine Tanzdouble. Alles wird von den Darstellern selbst gemacht. Melissa Barrera, die in the Heights Vanessa spielt, hat das Stück 15 Mal am Broadway gesehen und ist darum hyped auf ihre Rolle. Ich bin super gespannt, weil ich habe In the Heights noch nicht gesehen. Ich habe auch darauf verzichtet, mir irgendwelche Mitschnitte oder Bootlegs anzugucken, weil ich für mich einfach den Film so erleben möchte, als würde ich die Geschichte zum ersten Mal erfahren, was ich dann noch tue. Like, obviously. Aber ich habe sogar die Musik nicht spezifisch einmal durchgehört oder so. Ich kenne einzelne Tracks, aber eher durch Zufall, weil es in irgendwelchen Spotify-Playlisten gelandet ist. What? Now you talking crazy, boy. Der Regisseur John M. Chu, der schon Crazy Rich Asians auf die Leinwand gebracht hat, ist selbst nicht in den Washington Heights groß geworden. Darum hat er selbst beim Set-Design die Schauspieler gefragt, was für Soßen würden beim Abendessen zum Beispiel auf dem Tisch stehen. Welche Lebensmittel sind so typisch für eure Omas, für eure Familien, weil er sagt, dass all das dazu beiträgt, dass man so ein wohliges Gefühl bekommt und sich zu Hause fühlt und all das Erinnerung triggert in einem und instant dieses Gefühl von Heimat gibt. Daran merkt man auch, dass vieles gar nicht so in Stein gemeißelt war, sondern direkt am Set entstanden ist, was das Ganze so lebendig macht. Manche Songs musste die Crew an einem Tag durchballern und das waren dann 12 Stunden Schichten, an denen sie einfach gefilmt haben und am Ende des Tages dann aber wenigstens der Song und alle Takes im Kasten waren. Wer das Broadway-Stück am Broadway in Amerika oder am West End oder wo auch immer schon gesehen hat, kann sich trotzdem auf den Film freuen, weil es kleine Änderungen gibt, die das ganze Stück in die Neuzeit holen. Zum Beispiel sind die beiden Geschäftspartnerinnen, die damals im Stück nur beste Freunde waren, jetzt ein lesbisches Liebespaar. Which is super cute. I love that. Days are we got, so we cannot stop, this is our block. In the Heights, I hang my flag on display.
Cheers. Das waren alle Fakten, die ich mir fleißig mitgeschrieben habe, als ich Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, John M. Chu etc. zugehört habe. Ich bin super gehypt auf den Film. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt's gerne in die Kommentare. Schreibt gerne auch, falls ihr eine Review zu dem Film haben wollt, wenn er denn dann draußen ist. Und ich muss euch was sagen. Ihr habt gemerkt, es kamen lange keine Videos auf dem Kanal, einfach weil es schwierig ist neben meinem Hauptjob. Die Musical-Szene in Deutschland ist eine sehr kleine, aber der Musical-Kanal ist auch ein Herzensprojekt von mir, weil ich mir mal gedacht habe, als ich damals klein war, gab sowas nicht. Diesen Sammelort, wo ich mit Gleichgesinnten über meine nerdy Musical-Liebe reden konnte. Um das hier alles aber am Leben zu halten, muss ich mir Zeit nehmen, um das aufzunehmen. Ich brauche jemanden, der das schneidet, weil ich parallel einen Animationsbetrieb leite. And it's expensive. Und darum habe ich ein Patreon eingerichtet für all euch Musical-Liebende. Falls ihr Bock habt, dass es hier auf dem Musical-Kanal weitergeht, dann könnt ihr mich da gerne unterstützen. Ich würde mich über jede Kleinigkeit freuen und hoffe, dass wir so diesen Kanal hier am Leben halten können, weil ich unglaublich viel Bock habe, super viel nice Sachen in Planung habe. Wie gesagt, wir sind bei der Premiere für The Cursed Child, Harry Potter dabei. Wir sind bei der Entstehung des deutschen Hamiltons dabei und ich fände es richtig schade, wenn das alles nicht passieren könnte. Aber gerade so kleine Kulturprojekte, finde ich, sind unterstützenswert und wichtig. Und es ist so schade, dass es so schwer ist, in Deutschland, in so dem Land der Dichter und Denker, so ein Kulturprojekt überhaupt am Leben zu halten. Falls jetzt also jemand zuguckt, der als Sponsor mit reinspringen möchte, liebend gerne alles, um das hier am Leben zu halten, denn ich lieb's wirklich sehr, sehr, hier Videos zu machen. Und wo wir gerade bei meinem Animationskanal sind, der ist relaunched. Das heißt, ihr findet jetzt wieder Animationsvideos aus meinem Leben, Anime-Parodien, Storytimes, etc., etc., alle 2 Wochen auf meinem Hauptkanal, den könnt ihr hier auschecken. Ansonsten sehen wir uns bis dann, Leute. Tschüss!